Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, wie ihr lesen konntet, basteln wir mit den Regenbogen-Standschablonen aus der Kooperation oder beziehungsweise mit als Kooperation von Globalit. Alles, was ich mir aus der Kooperation aussuchen durfte, werde ich natürlich verlinken mit einem Rabattcode, der NATA10 ist. Das seht ihr nochmal diese Nummer. Das sind die Regenbogenstanzen. Standschablonen. Und dabei sind noch die Wölkchen. Da sind auch noch zwei ganz große. Aber heute verwenden wir diese beiden. Normalerweise, ich habe hier eine Box. Da sind alle Teile drin, die ich gerade mit den Teilen gemacht habe. Und je mehr ich gebastelt habe, je mehr ich umgesetzt habe, desto mehr Ideen sind mir gekommen. Und da ich sowieso jedes Ding einmal nutzen wollte, mindestens einmal nutzen wollte, nehme ich das quasi jetzt rückwärts auf. Aber egal. Die zwei Teile habe ich hier benutzt heute. Die anderen kommen natürlich auch noch. Allerdings habe ich bei einer was noch, also noch was bestellt. Und das, ja, ich habe zwar gehofft, es kommt bis zum Wochenende, ist es aber nicht da. Aber egal. Kommt noch. Zuerst machen wir so eine Karte. Total quietschbunt. Total süß. Könnte man auch so als Abschiedskarte über die Regenbogenbrücke-Karte nehmen. Aber so geht die auch. Und ja, zuallererst brauche ich erstmal ein Kartenrolling. Na toll, jetzt habe ich keine mehr hier liegen. Den schneide ich mir jetzt erstmal zurecht bei 14,5 mal 21 und wird auf der auf der langen Seite bei 10,5 cm gefalzt. Und vorsichtig meinen Deckel öffnen. Damit habe ich schon. Jetzt ist es abgehauen. Na, Fummel, Fummel. Ich habe schon soweit alles vorbereitet. Dann habe ich hier einen blauen Aufleger. Der hat die Maße 14,3 mal 10,3. 14,3 mal 10,3. Den klebe ich mir schon mal auf. So buntes Kopierpapier ist ganz dünn. Als Aufleger ist das perfekt. So. Dann habe ich hier einen weißen Aufleger, den habe ich schon mal geprägt. Die Prägeschablone ist nicht von Globalent. Der hat die Maße 10x14 und da werden wir jetzt die Teile aufkleben. Und zwar habe ich mir immer dann so Streifen zurechtgeschnitten aus dem Cardstock und habe das dann immer ausgestanzt, Stück für Stück. Und so wie das da quasi da liegt, werde ich mir das aufkleben. Allerdings werde ich das Ganze jetzt halt entgegensetzt kleben. Hier gehen ja die Streifen nach oben. Jetzt werde ich das Ganze nach unten kleben. Mal schauen, wie das aussieht. Ich konnte mich tatsächlich zuerst nicht entscheiden. Und eigentlich habe ich gedacht, mach's nur eine Karte, damit du zeigen kannst, dass du was gemacht hast. Dass ich das quasi benutzt habe. Allerdings, wie gesagt, konnte ich mich dann einfach nicht entscheiden, ob ich das jetzt nach oben mache oder nach unten mache. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann machst du halt ein Video. Weil ich mache zwei Karten mit euch. Grün. Wenn ich das Video abgedreht habe, brauche ich erstmal einen starken Kaffee. Ich bin so richtig, ich glaube, das liegt am Wetter. Ich bin so richtig müde, groggy. Ja. Mikrofon ist frei. Ich habe nur gerade geguckt, bei meinem Stativ, da habe ich so kleine Löcher.
Und in einem dieser Löcher ist mein Mikrofon von meinem Aufnahmehandy. So, dann das Rote und dann das Pinke. Und dann ist der Strahl oder halt die Breite von dem Regenbogen passt genau auf diese 10 cm. So genau auf den Kartenaufleger. Das war so Ausstanzen übrig geblieben. So, das Ganze klebe ich schon mal auf meine Kartenbasis auf. Grundkarte. Jetzt habe ich es. Ich sage immer Grundkarte. So. Brauche ich das? Das? Und die Katze. Und dann stanze ich erstmal noch die Wölkchen aus. Wie gesagt, ist auch aus dem Set. Das Hello leider nicht. Aber die Katze. Die Katze ist auch von Globaland. Die habe ich mir auch selber gekauft. Man muss ja nicht alles geschenkt bekommen, sagen wir es mal so. Dann machen wir jetzt 3D-Pads drunter. Ach, shit, ich wollte die Schere noch vorher sauber machen. Weil die klebt schon ganz doll. Aber gut. Muss nun abkriegen. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich alle Ideen in einem Video machen, aber das werden immer mehr Ideen und ich werde irgendwie nicht fertig. Die Katzen sind, die habe ich noch in der Originalverpackung. Ja, jetzt verkehrt rum. Aber das wird die Nummer. Und es flackert, die Lampe flackert. Da kommt auch ein 3D-Pad drauf. Ich habe diesmal eine andere Katze genommen, ihr seht schon, die streckt sich und die schnurrt ihr Leben. Setzen wir mal dahin. So, dann eben das Hello, weil ich das sonst zu nackig fand. Und das With Love, das habe ich aus dem Katzenset embossed. Aber das muss ich ja nicht groß zeigen. Ich sagte, ich habe schon mal ganz, ganz viel vorbereitet. Und dann machen wir jetzt auch ein 3D-Pad drauf. So hätte man aus einer Sternschablone zwei verschiedene Varianten. Man könnte das Ganze jetzt quasi nochmal in Pastellfarben machen. Nee, ich lasse es jetzt. Ich lasse es jetzt so. So, dann zeige ich euch die andere Karte. Dafür habe ich die hier benutzt. Allerdings nicht ganz. Ich habe mir das dann zurechtgeschnitten. Ja, wobei, ne, wenn man da so, dann könnte man auch. Ja, nee. Und du schaust so aus.
Da brauchen wir auch erstmal wieder ein Kartenrolling. Jetzt nehme ich erstmal meine Sachen, die ich runtergeschmissen habe, auf. Das kann weg. Wie gesagt, je mehr ich gebastelt habe und desto mehr Ideen sind gekommen. Und ich musste das dann umsetzen. Und so kann ich dann sagen, ich habe einmal alles durchgetestet. Und die Regenbogenteile lassen sich echt super ausstanzen. Also richtig schön. Ich brauche den nicht einmal nachstanzen. So. Dann. Oh Gott sei Dank, könnt ihr das nicht sehen, weil dann liegt nämlich schon die fürs nächste Projekt aus den Regenbogen-Sachen. Da habe ich jetzt einen Aufleger, der hat die Maße 10x14. So, dann habe ich hier Papier geprägt, ist leider auch nicht von Globalent. Das hat die Maße 9,5 mal 13,5, also wieder einen halben Zentimeter kleiner. Das. Dann habe ich das Hello. Die Sonne, die ist aus dem Set hier. Da haben wir ja schon mal die Karten gemacht. Die habe ich noch da, teilweise. Die anderen sind schon weg, unterwegs. Ne, da haben wir die Karten hier gemacht. Da habe ich die Sonne rausgenommen. Und die klebe ich mir noch zusammen. So. Und dann hier den Regenbogen ausgestanzt. Ihr seht es in drei Farben nur. Man hätte jetzt auch mehr machen können. Aber das reicht mir tatsächlich. Erstmal Kleber drauf. So. Das verdecken wir gleich, das ist nicht so schlimm. Das kommt dann unter die Sonne. Stimmt was nicht, habe ich noch irgendwie vorhin beim Ausstanzen was übrig. Oh, da habe ich die schon weg. Ah, nee, da. Na, ja, das passt auch nicht. Oh nein, jetzt werde ich nochmal eins ausstanzen müssen. Da passt das. Oh, das passt. Ich habe das Ganze dreimal ausgestanzt, also so ein Teil vom Regenbogen. Und habe das dann so zusammengepuzzelt. So. Dann klebe ich da drauf die Sonne. Das mache ich ohne 3D-Pads. Ein bisschen höher. Darauf kommt ebenfalls ein Hello.
Geburtstagskarten habe ich jetzt, denke ich, dann erst einmal genug. Normale Karten kann man ja immer gebrauchen. Oh, so, jetzt geht wieder die Sucherei los. Hoffentlich seht ihr das nicht. Das Teil brauchen wir noch. Und da habe ich aus dem Stempelset von den Stinktieren habe ich da das Cute genommen und das Love, das ist auch von Globaland. Ihr seht, ich habe eine Menge. Ich habe schon, bevor ich die Kooperationen machen dürfte, mir Sachen aus dem Shop gekauft. Das ist meine Kleine. So, dann machen wir auch 3D-Pads drauf. Und da auch. So, die kommen hier hin. Und die zwei Abschnitte hier hin. Und dann stanze ich mir noch ein Herz in Orange aus, passend zum Hintergrund. Und das kommt ungefähr dahin. Und dann wäre die zweite Karte fertig. Na. Lichtverhältnisse sind auch wieder super. Das zieht gerade richtig zu, wieder. Es wird schon wieder stockdunkel. Und davon habe ich noch eine ATC gemacht. Ist die nicht süß? Da habe ich einen anderen Ding, weil das ist groß. Aber süß, oder? Ja. Das wären jetzt die beiden Ideen. Wie gesagt, die anderen, die habe ich schon komplett verwendet. Da mache ich zwar kein Video, aber zeige ich euch, was ich draus gemacht habe. Da kommt, das werde ich dann alles in einem noch verbinden. Da kommt noch ein Video dazu und an der bin ich, wie gesagt, dran. Aber da fehlen mir leider noch die Stempel, die noch unterwegs sind. Aber das wäre jetzt schon mal das hier. Da kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe schon mal wieder ein bisschen Luft. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.